Frau Präsidentin, liebe Kollegen, der Erkenntnisprozess in der Psychologie ist ein fließender und setzt ein hochkomplexes und integratives Verständnis der Funktion, Dynamik und Struktur der Seele voraus. Dieser Erkenntnisprozess ist zusätzlich noch in vergangene, gegenwärtige und visionalen Ebenen verwoben. Der Psychologe muss Mechaniker sein, vor, während und nach dem Gespräch, sagte einmal Walter Fürst. Glauben Sie, dass Sie mit Verkürzung der praktischen Ausbildung genau diese oben erwähnten Komplexität, Integrativität und dem psychotherapeutischen Handwerkszeug gerecht werden können? Ich glaube, das eher nicht. Bleiben wir doch gleich mal bei dem Handwerkszeug, zum Beispiel dem Gespräch. Haben Sie sich jemals Gedanken gemacht, meine Damen und Herren, wie ein Gespräch zwischen zwei Menschen abläuft? Ich werde Ihnen ein kurzes Beispiel geben. Stellen Sie sich vor, es treffen sich zwei Kinder. Der eine Vater des Kindes ist Pfarrer, der andere Vater des Kindes ist Tischler. Sie stehen vor einem Tisch und die Sonne scheint. Dann sagt das Kind, dessen Vater Pfarrer ist, die Sonne scheint auf den Tisch. Das Tischlerkind sagt, der Tisch, auf den die Sonne scheint. Und wissen Sie, was der Unterschied ist? Der Unterschied ist, dass die Bewertung des Gesprächs völlig unterschiedlich ist. Die Bewertung des Kindes völlig unterschiedlich. Und jetzt stellen Sie sich vor, wenn solche Differenzen bestehen, wie soll das erst mit unterschiedlichem Sprachniveau geschehen? Und nun, meine Damen und Herren, wie Sie sehen, es ist gar nicht so einfach, in dieser Mischung aus nonverbaler und verbaler Kommunikation komplexe Krankheitsbilder wie Psychosen und psychische Störungen zu erkennen. In einem Ihrer Gesetzentwürfe zum TSVG, Herr Spahn ist leider nicht da, wurde schon einmal der Vorschlag gemacht, eine gestufte und gesteuerte Versorgung aufgrund der langen Wartezeiten bei Psychotherapeuten einzuführen. Dagegen sprachen sich der Bundesrat sowie ca. 200.000 Unterzeichner einer Petition aus. Jetzt wird erneut zum Schlag ausgeholt. Beim Psychotherapeuten-Ausbildungsreformgesetz inklusive dem Thema koordinierte, strukturierte Versorgung kommen Sie, Herr Spahn, leider nicht da, durch die Hintertür. Nicht nur das, Sie kommen auch wieder mit Reform zulasten der Patienten. Der Spitzenverband ZNS lehnte den Gesetzentwurf mit den Worten ab. Ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin: Es werden mit dem Reformansatz keine Probleme gelöst, sondern neue geschaffen. Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde verlangt eine komplette Neuausrichtung des Gesetzentwurfs und auch die Bundesärztekammer spricht von vielen ungeklärten Fragen. Das Ziel, die Attraktivität der Ausbildung zum Psychotherapeuten zu steigern, wird mit dem Gesetzentwurf leider nicht erreicht, meine Damen und Herren. Der eigentliche Grund für die Reform des Ausbildungsprozesses ist der Bologna-Prozess. Es ist die europäische Nivellierung, und zwar die auf dem kleinsten gemeinsamen Niveau. Nicht nur das. Der Praxisanteil ist viel, viel zu gering. Der Bundesrat führt dazu aus, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, im weiteren Gesetzgebungsverfahren sei zu prüfen, wie ein ausreichend großer Praxisanteil in der direkten Versorgung von Patientinnen und Patienten vor der Erteilung der Approbation gewährleistet werden kann. Wir fordern deshalb erstens die Erweiterung des Vollzeitstudiums um mindestens ein praktisches Semester, zweitens eine schriftliche, länderübergreifende, einheitliche Prüfung, in der auch Facharztkenntnisse überprüft werden, drittens für nicht deutschsprachige Bewerber eine verpflichtende Sprachprüfung, Sprachniveau mindestens C2 und viertens als Anwalt der Patienten vor allen Dingen eins, meine Damen und Herren. Mehr Patientensicherheit. Vielen Dank. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.